Hallo, Luis. Dieser Schrei gibt schon leicht auf die Nerven, oder? Du. Oh Mist. Ja moin, ich geh mal hier rein. Und tschüss. Jetzt kenn ich doch aus dem Trader. So. Na gut. So. Eine bessere Vase oder was? Gerudo grob gemerkt. Ein Blasrohr, Gebläse gemerkt. Genau. Maschine, die einen Luftstrom erzeugt, dieser kann Sandhaufen wegblasen oder Feuer auspusten. Endlich können wir die Sanddinger wegmachen. Nice. Komm, das nehme ich mit. Geht nicht, das ist ja so ein unterirdiger Dungeon hier. Wunderschön. So. Na, ist nix. Ich erstmal hier lang. Oh Gott. Ui. Oh, das war easy, easy. Eine Tornado gemerkt. Halleluja. Schelmisches Monster, das sich als Wirbelwind getarnt in Sandstürmen nähert, um Reisende wegzuschubsen. Pelztoffel erhalten. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Ja, nein, ich möchte gerne kein Felsen essen. Sicher, sicher. Hallöchen. Du hast zwei Kristall der Stärke erhalten. Ein Lore-Rest-Haus kannst du damit Waffen verbessern. Oh, 5. Nein, ich brauche 10 für das eine. Ne? War jetzt. Ist mein Pferd eigentlich noch. Ich glaube, ich habe mein Pferd verloren. Oh, no, no, no. Warte mal, kann ich nicht einfach hier überspringen? Einfach hier so ein Bett bauen? Ich glaube, wenn ich eine Höhle betrete, ist mein Pferd weg.
fällst du wirklich weg. Finde ich jetzt nicht super. Erstmal aktiviere ich das hier. Oh Gott, ist das schlimm. Nein, nein, nein. Nein, nein. Mann, Leute. Das reicht jetzt. Ist das bei jedem, ne? Komm, mach ihn fertig. Glaub an dir. Falls er überhaupt besiegt werden kann. Bisher sieht es nämlich nicht danach aus. Woher kann besiegt werden? Remote gemerkt. Unheimliches Monster, das in der Gerudo-Wüste herumirrt. Lärmt seine Gegner mit speziellen Schreien. Okay. Ach, jetzt blöd, ich möchte mein Pferd zurückhaben. Ich möchte wissen, ob ich mich mit meinem Pferd teleportieren kann. Bei E ist das ein Speicher. Teleportpunkt. Warum sage ich eigentlich immer Speicherpunkt? Du bist mein Leihpferd. Du bist mein Leihpferd, ne? Kann ich mich mit ihm hier teleportieren? Nö. Oh Mann. Warum darf ich mein Pferd nicht so rufen? Oh, blöd. Nee, 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 nee. Vergiss es. 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 Nein, 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 nein. Und wir gehen jetzt in den Bazaar. War nett. Links kannst du mich austricksen, Spiel. Vergiss es. Hi.
Oh, eine Hylianerin in der Gerudo-Wüste, welch seltener Anblick. In dem Zelt dort ist eine Gerudo-Forscherin mit ziemlich seltsamen Dingen beschäftigt. Vielleicht wäre es eine schöne Ablenkung von diesen schrecklichen Rissen, dort als Aushilfe zu arbeiten. Ena, Lamola. Wo steckst du bloß? Lamola? Lamolas sind Monster, die in der Wüste leben. Bist du unterwegs in der Gerudo-Wüste schon mal in einen Sandsturm geraten? Lamolas können solche Sandstürme erzeugen. Besiegt man den dafür verantwortlichen Lamola, war es das auch mit dem Sandsturm. Augenzeugen zufolge treiben im Moment mehrere Lamolas ihr Unwesen. Aber wo in dieser weitläufigen Wüste stecken sie bloß? Hui. Wenn du dich in der Wüste verläufst, solltest du einen Blick auf die Karte werfen. Mitten in einem Sandsturm bringt einem allerdings selbst eine Karte nichts. Diese Kapuze! Oh, Verzeihung, ich habe dich wohl mit jemandem verwechselt. Einmal wurde ich beinahe von einem Riss verschlungen. Er erschien plötzlich ein Schwertkämpfer und rettete mich. Er trug dieselbe Kapuze wie du. Wie tapfer da stand und die unzähligen Monster in Leichtigkeit besiegte, die aus dem Riss strömten. Ich bin Soldatin geworden, weil ich auch so stark sein wollte wie er. Willkommen, ich bin ein Händler Rico und dies ist meine Smoothie Shop Filiale. Bei uns kannst du deine eigene Smoothie Kreation verwirklichen. Traumhaft oder nicht? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht. Du wählst einfach zwei Zutaten aus. Also los. Worauf wartest du noch? Dein Wunsch ist mir Befehl. Fertig ist dein feines Gebräu. Vitalmix Smoothie. Sieben Herzen, Halleluja. Das süß-saure Fruchtfleisch setzt Akzente. Hier treffen verschiedene Zutaten aufeinander. Vielen Dank. Das Rezept für deinen soeben hergestellten Smoothie habe ich mal fix notiert. So kannst du den jederzeit nochmal mixen. Übrigens, du siehst aus, als würdest du viel herumkommen. Wenn du mir das stimmt, kannst du uns hinter Dekos vielleicht helfen. Die Sache ist nämlich die, unsere Smoothie-Shops haben gerade erst die Pforten geöffnet. Und um unser Geschäft aufzubauen, sind wir dabei, überall in Hyrule Zweigstellen zu eröffnen. Leider nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass unser Sortiment nicht über Saftladenniveau hinauskommt. Dabei gibt es so viele verschiedene Zutaten auf der Welt, das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nun die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln? Uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Danke schon mal. Ach ja, auch an anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Sie besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten. Damit wird der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag Hallo und lass ihn am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Komm, dann mixen wir nochmal einmal. Und so herstellen. Achso. Apfelsmoothie halten. Die spritzige Süße und des Zitalapfelsafts wirkt erfrischend. Blutpfeffer nutzen. Glutsmoothie erhalten. Der brennend scharfe Geschmack wärmt den Körper von innen. Würze mit Bliss. Kälteschutz 1%. Eine Minute. Okay. Süßer Smoothie erhalten. Die Süße des Blumennektars macht gute Laune, wirkt revitalisierend.
schon zusammengemixt? Ah ja, stimmt. Oh, das gibt noch ein neues Rezept. Oh, füllt Energie komplett auf. Das macht auch ein neues Rezept. Ich möchte die Nebenquest fertig machen. Apfelmix muss ja halten. Oh, Blitzschutz. 3 Minuten. Milchmix-Smoothie erhalten. Auf der cremigen Basis Metasüde treffen wir verschiedenste Zutaten aufeinander. Herzen. Okay, das ist ein bisschen overpowered. Kann ich sonst noch was herstellen? Ja, hier Frostkaktus. Immer hier Steinsalz. Mir das ein bisschen komisch vorstelle. Salziger Apfelsmoothie. Vom Bild strichender Salzigkeit. 1 Minuten Blitzschutz, okay. Wie muss ich denn davon noch machen? Genau, noch eins. Dann machen wir doch mal hier was. Ich mach hier. Okay. Oh, irre ich mich, oder? 1, 2, 3, 10. Du hast jetzt 10 neue Rezepte für uns ausgeschickt. Bei so einem vielfältigen Angebot sollte doch für jeden Kunden was dabei sein. Herzlichen Dank für die neuen Rezepte. Hier deine Belohnung. Du hast das Suchrohr erhalten. Damit findest du beim Zerstören von Dingen und Besiegen von Monstern etwas mehr Smoothie-Zutaten und Monstersteine. Gut, dass wir dich damit beauftragt haben. Jetzt haben wir endlich ein vielfältiges Angebot. Andererseits, wenn man erst auf deinen Geschmack kommt, will man immer mehr. In diesem Sinne, du willst nicht zufällig noch mehr Rezepte für uns kreieren? Wie wäre es, wenn du noch einmal 10, nein, 20 neue Rezepte für uns ausschickst? Für dich Meistermixerin sollte das doch ein Klack sein. Im Erfolgsfall wirkt natürlich auch wieder eine Belohnung. Jo, vielleicht ein andermal. Wo findet man die Dinger? Wenn ich einmal Facet die rechte Hand der Königin sie kennt, muss es sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Oh, Verzeihung, ich heiße Tomali und bin hier an der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir ja dann helfen. Hast du schon einmal fliegende Bodenfliesen gesehen? Laut den Nachforschungen meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Fallen eingesetzt. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und konnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden. Falls du einmal auf eine stoßen solltest, würdest du sie zu mir bringen? So. Rüstmango-Labor. Oh, bessere Betten? Luxusbett gemerkt. Super weiches Bett. Wer darin schläft, möchte gar nicht wieder aufstehen. Hast du ein Auge auf meinen Fächer geworfen? Ja, ich könnte mich eventuell davon trennen, aber erstmal möchte ich mit dir über etwas sprechen. Früher einmal diente dieses Zelt als Rückzugsort für Kriegerinnen und Tänzerinnen. Jetzt nutzt Turma es für ihre Mango-Forschung. Die in der Wüste auftauchende Risse scheinen Turma nicht groß zu stören. Königin Zera wird sich darum kümmern, meinte sie. Sie denkt in größeren Maßstäben und will heute schon die Probleme von morgen lösen.
Hallöchen, willkommen in Rüstmango Labor. Hier forsche ich mir unermüdlich nach effizienteren Pflanzenzuchtmethoden, um auf mögliche Nahrungsmittelkrisen vorbereitet zu sein. Konkret befassen wir uns dabei mit sogenannten Rüstmangos. Und nach zahlreichen Experimenten ist es mir endlich gelungen, Rüstmango-Samen zu züchten, die in äußerst rasantem Tempo wachsen. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten in nicht allzu ferner Zukunft unzählige Leben retten. Da wäre bloß noch ein klitzekleines Problemchen. Diese neuartige Sorte verdorrt nämlich ebenso schnell wieder, wie sie wächst. Was dazu führt, dass ich sie gar nicht schnell genug ernten kann. Das hat wiederum zur Folge, dass ich keine weiteren Daten sammeln kann. Und ohne neue Daten gibt es bald keine Forschungsgelder mehr. Deshalb habe ich die Mango-Express-Ernte entworfen, in der Hoffnung, dass mir dadurch jemand bei der Ernte unter die Arme greift. Eine leichte Erschütterung reicht dann, um die Mangos zu lösen, zum Beispiel durch eine Pirouette oder so. Ich muss leider eine Teilnahmegebühr erheben, aber ich habe auch eine kleine Belohnung angeplant, falls jemand besonders viel erntet. Möchtest du mal versuchen, ja klar? Geht noch wieder. Geht.